Weil Deutsch sein ist eine Blutsache. Ich gehe weiter. Ich sage, Deutsch sein ist eine Art genetischer Defekt. It's me, German. It's like a genetic. Genetic is order. Oh, I love you more than words can say. Ladies and gentlemen, boys and girls, you know what time it is. It's your boy, Gisha, the one and only. And guys, we are back here again today on this beautiful day. Today, guys, we're going to check out vocal pispers, integration, and the German sense of identity with English subtitles. So that's it too much, guys. We're going to jump on this right away. Let's check this out, okay? Let's listen to the truth. There's no more truth but the truth, okay? There's only one truth. Yeah, that's it. Anyway, yeah, before we start, guys, make sure you smash like, okay? And let's get this started. Let's go. Stoiber, Koch, Schäuble, Merz und Meyer, diese Menschen sind endgültig in ihre nationale Phase eingetreten. Nationale Phase. Entscheidend ist nur noch, was hinten raus muss. Stoiber wörtlich, wer die Stammtische diffamiert, diffamiert die deutsche Bevölkerung. Da hat der Mann nur wieder recht. Where he said, so those who defame the regular stable, defame the German population. Diffamiert die deutsche Bevölkerung. Okay. Da hat der Mann nur wieder recht. Sie müssen sich die Deutschen als kollektiven virtuellen Stammtisch vorstellen. Okay. Wo Menschen einen Stammhirn haben, hat der Deutsche einen Stammtisch. Okay. Und wie wollen Sie einen Moslem, der keine Schweinshaxen frisst und kein Bier säuft, wie wollen Sie den am deutschen Stammtisch integrieren? Das geht doch gar nicht. Man kann doch nicht einfach so Deutscher werden. So blöd muss man geboren sein. Das ist eine Blutsache. Ey. Deutsch sein ist eine Blutsache. Ich gehe weiter. Ich sage, Deutsch sein ist eine Art genetischer Defekt. It's me, German. It's like a genetic. Genetic disorder. No, he didn't just say that. He didn't just say that, bro. Oh, he said, I have it myself, it doesn't even hurt. Ich hab's ja selber, es tut ja nicht weh. Also einem selber nicht. Ay, it doesn't hurt the person that has it. Sie überfordern die Deutschen, Doppelpass. Da denkt der Deutsche, ey, die haben was extra, da will ich aber auch. Was stellt der Anwärter auf einen Hirnschrittmacher sich unter einem Doppelpass vor? How does the claimant of a brain pacemaker from cardiac pacemaker, okay, yeah, imagine a double passport, that you're allowed to pay tax twice? Dass man zweimal Steuern zahlen darf, oder was? Aber die Deutschen haben schon Doppelnamen nie wirklich akzeptieren können. Was wollen sie diesen Leuten erklären? Man kann in kultureller Vielfalt nebeneinander leben. So one can live in a cultural diversity without losing one's identity. These people live in simple-mindedness without having an identity. Ohne seine Identität zu verlieren. Diese Menschen leben in Einfalt, ohne eine Identität zu haben. Hm. Und das ist das eigentliche Problem bei der Integration. Da schwafeln wir alle von. Die müssen alle integriert werden. Nur wohin? Was ist das, die deutsche Identität? Hm. Die ist ja hier in Gefahr. Haben Sie auch gehört, ne? Wait, take it back. Was ist das, die deutsche Identität? Die ist ja hier in Gefahr, haben Sie auch gehört, ne? Roland Koch sagt, die Deutschen haben Angst, ihre nationale Identität zu verlieren. Entschuldigung, ich lebe ja auch mit Roland Koch in einem Land. He just violated Roland Koch. Was soll das sein, die deutsche Identität? Jeder Franzose besitzt eine Carte d'identité. Was haben Sie? Sie haben Personalausweis, oder? Sie haben ein Dokument, das belegt, dass Sie zum Personal der BRD gehören. So you have a document that states that you belong to the personnel of the FRG. Ah, in German it's personal. Personal, not personnel. Okay, that's the translation. Okay, literal. That lady is laughing her heart out. Was ist das, die deutsche Identität, wenn Sie als Türke nach 20 Jahren in Bayern endlich jodeln können? Ooh. Sie haben den Schuhplattler alles drauf, ziehen beruflich nach Mecklenburg-Vorpommern um. Machen Sie erstmal einen Schnellkurs im Fidschi-Klatschen oder was? Das ist doch regional verschieden, wenn man dazugehören will in diesem Land, oder?
Was ist die deutsche Identität? Ist es der krachlederne, bayerische, bierkrugstämmende Hinterwäldler? Der einsilbige, norddeutsche, teenippende Fischkopf? Oder der mit Kölsch abgefüllte Vollproll? Oder? Oder ist es am Ende doch noch der Düsseldorfer Vernissagegänger, der alles, was er sich nicht erklären kann, für Kunst hält? You know how art is really hard to explain. You see it, you enjoy it, you just look at it, you just keep staring, trying to give meaning. Ah, okay. Violin again. She's so serious, that lady. She was from Gothenburg. Zum Beispiel den mit Kölsch abgefüllten Vollproll. Und wollen Sie von Menschen, die zum Teil aus jahrhundertealten Kulturen mit intakten Familienstrukturen zu uns kommen, ernsthaft erwarten, dass sie sich auf dieses Niveau hier begeben? Als letztes Argument kommt die Sprache. Die müssen wenigstens Deutsch können. Die müssen wenigstens anständig Deutsch. Was ist das denn jetzt wieder? Proper German, I hear that before. Deutsch. Wo wird das gesprochen? Waren Sie da schon mal? Basically, you don't even speak proper German, so how do you expect them to speak proper German? What is that? Sind Sie Deutscher? Können Sie sich an einem schwäbischen Stammtisch artikulieren? Die meisten Kölner können schon in der Eifel nicht mehr nach dem Weg fragen. So sieht das aus. Yo, this is roasting. He's just roasting Germans. Deutsche sind das alle. Nur wenn Sie als Ausländer den deutschen Pass haben wollen, dann machen Sie einen Sprachtest. Der fällt verschieden hart aus, kommt ganz auf an, wo Sie den machen. Willkür der Ausländerbehörde vor Ort. Es gibt Städte in Deutschland, da müssen Sie beim Sprachtest beweisen, dass Sie auf Deutsch erklären können, was ist der Unterschied zwischen Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Ja, da dürfen die meisten von Ihnen ziemlich froh sein, dass Sie schon Deutsche sind. Ne? So basically, they can't even explain it in German, even though they're Germans by blood. Die harmlose Variante des Sprachtests, die Mindestanforderung sozusagen, die ist folgende. Sie müssen einen deutschen Zeitungsartikel, nicht so ein Vierzeiler aus der Bild-Zeitung, so einen richtigen Zeitungsartikel, Kommunalpolitik, so ein verquastes Zeug, das müssen Sie auf Deutsch lesen können, verstehen können und den Inhalt dann mit eigenen Worten auf Deutsch wiedergeben können. Wenn Sie den Test mit allen Deutschen machen, können Sie die Hälfte ausbürgern. Out. Ein verführerischer Gedanke. Deported. Half of them can't do it. Nur welches Land soll 40 Millionen Intelligenzflüchtlinge aufnehmen? So große Container kann nicht mehr RTL bauen. Was haben die Stammtischbrüder für ein Problem mit den Türken? Es geht ja um die Türken. Nennen wir das Kind beim Namen. Ausländerproblematik, hören Sie doch auf. Ich lebe jetzt in Düsseldorf seit 12 Jahren. Wir haben einen schönen Stadtteil Niederkassel. Da haben wir einen Ausländeranteil von 25%. Aber das sind eben Japaner. Das sind so gesehen keine Ausländer. Die leben normal. Die saufen, die machen beim Schützenumzug mit. Selbst Karneval. Die brauchen sie nicht mal schminken. Die sehen lustig aus. Ei! Yo, Japanese, I'm sorry, bros. I'm sorry, family lamps. I'm sorry. This is a yo, nah, bro. Nah, bro. Ich bin keine Ausländer. Die leben normal, die saufen, die machen beim Schützenumzug mit. Selbst Karneval, die brauchen sie nicht mal schminken, die sehen lustig aus. Integriert sind die nicht, da wollen sie keine Sorge haben. Die wenigsten Japaner in Düsseldorf können Deutsch. Wozu? Japanische Kindergärten mit japanischen Erziehern, japanische Schulen mit japanischen Lehrern, japanische Banken, japanische Kaufhäuser, japanische Restaurants und japanische Hotels. Das größte buddhistische Zentrum außerhalb Asiens steht in Düsseldorf-Oberkassel am Seestadt. Da ist der japanische Kaiser der Tenno zur Einweihung gekommen. Im deutschen Supermarkt, im kleinen Rewe-Laden in dem Viertel, gibt es ein Regal mit japanischen Produkten, japanischen Schriftzeichen und einem japanischen Verkäufer den Fisch. So schneiden wir die Japaner den Essen. Die haben in 2 Apotheken extra japanische Mitarbeiter, um die Leute bedienen zu können. Die haben sogar Jehovas Zeugen im Oh my days. So how can they be integrated? You know, to be honest here, about 2 days ago, one of my mates, Sabrina Rockus,
a friend, yeah, her friend actually said to me that there's a big Japanese community in Dusseldorf. I was like, a big Japanese community in Dusseldorf? He was like, yeah. He was like a Chinatown. I said, like a Chinatown? How can the Japanese community be in a Chinatown? China and Japan are different countries. He was like, yeah, they're all similar, you know. I was like, oh no. And then coincidentally, I'm checking out this video and Vocal Peace Plus is talking about it. That is so crazy. So bizarre. Und es ist alles kein Problem. Kommen Sie mal dahin. Es ist ein friedliches, ein freundliches Nebeneinander. Es ist kein Miteinander. Man muss nicht integriert sein, um friedlich in einer Stadt oder einem Land zusammenleben zu können. Rheinländer, Westfalen sind doch auch nicht integriert. Leben doch in einem Land, wo ist das Problem? Man kann doch mal ein Bier zusammen trinken. Die einen trinken Bier, die anderen das, was sie da verhalten. Ja, und? Peace, warum, war. Warum geht das mit den Türken nicht? Und ich glaube, ich habe die Lösung. Heute glaube ich, die Stammtischbüder sind neidisch auf die Türken. Die Stammtischbüder sind neidisch darauf, dass viele Türken immer noch so schön im guten alten Patriarchat leben dürfen. Die guten alten Zeiten der Stammtischbrüder. Die Frauen halten das Maul in der Öffentlichkeit, laufen schön auf der Straße 10 Schritte hinterher mit den Plastiktüten. So würden die selber gerne wieder leben, die Stammtischbrüder. Das gönnen die den Türken nicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb sollen die Türken integriert werden. Warum sollen die es besser haben als wir? Ey! Dankeschön. Yo! Yo, this guy just proper roasted the German system. Okay, say all these foreigners coming in, they want them to be integrated. They're not integrated, they're sticking to the ways of culture. But he's saying, in essence, what they actually want is the cultures that these people actually have. They want to be part of their cultures. They like it, they want to do it, but they can't do it. So because of the jealousy they have for the people, the Auslanders, that's the foreigners that live in their country, for the jealousy they have for them not being able to practice their cultures, they're like, they must be integrated. They are not integrated. Why? Because we actually want the way of life, but we can't do it. So they must live like us. Yo, that's mad. The Vio though, he actually violated Japanese though. I mean, I'm sorry Japanese guys, but you're violated. This is satire. You guys were violated, bro. They don't even need to paint their faces, they look funny already, bro. Ah! Yo, that's mad. Proper mad. Anyway guys, as usual, Vocal Peace Plus has, boom, dropped the nuggets, dropped the bomb as usual. Yeah, like you expected, and I definitely enjoyed this one. I hope you do too, guys. Yeah, this guy is, his mouth has no control. Yeah, his thought patterns, the way he puts the thoughts back together, the way he delivers it, like the way he arranges his set, crazy. That's all I got to say. Crazy, brutal. That's it. Anyways, we appreciate shit on it, only guys. Do let me know what you think about this in the comment section. So smash that subscribe, give him some love. It's gonna be a peace out, guys. Boy, Mr. Shady.